Insbesondere Justina hat mich berührt. Ich habe sie kennengelernt, da war sie 15 und sie erzählte mir von ihrem Leben. Sie lebte bei ihrer Großmutter und ihre Großmutter war als Hexe verschrien. Und plötzlich kam ihr Onkel, also der Sohn der Oma, vorbei. Der hatte kurz zuvor seinen ersten Sohn verloren und überschüttete seine eigene Mutter mit Benzin und brannte sie an. Und das Dorf stand daneben und alle haben gejubelt und sich gefreut. Und Justine war die Einzige, die geschrien und geweint hat. Und die meinten, naja, wenn du so schreist und so weinst, du kannst ja nicht um eine Hexe weinen, dann wirst du wohl selbst eine sein. Und Justina wusste, ja, dann renne ich, muss ich wegrennen. Ich muss fliehen. Wenn ich nicht fliehe, dann bin ich die Nächste, der es so ergeht. Das ist total unberechenbar und deshalb kann es jedes Kind treffen. Hexenkinder sind oft Sündenböcke für die schlimmen Dinge, die einer Familie passieren. Zum Beispiel der Vater wird arbeitslos, die Mutter verliert ein Kind, es kommt eine Naturkatastrophe. Sie sind schuld und zu diesem Zeitpunkt werden sie zum Freiwild. Das heißt, sie sind in Lebensgefahr. Ich hatte jetzt durch Verwandte, die ich zwar noch nie in meinem Leben gesehen habe, hatte ich dann so ein bisschen einen Link nach Nigeria und habe gedacht, naja, ich habe zwar massive Angst vor Malaria, massive Angst vor Insekten, habe auch überhaupt keinen Bock auf Tropen, aber wenn Gott meint, ich soll da hingehen, dann mache ich das. Und so bin ich dann dahin gefahren. Und als ich zurückkam, habe ich einen Verein gegründet, Story Changers, und der hat sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur quasi den Kindern materiell zu helfen, sondern aber auch ihre Geschichten zu dokumentieren, ihnen zuzuhören und ihnen die Möglichkeit zu geben, dass sie ihre Geschichten der Welt erzählen und als drittes ganz wichtiges Standbein eben auch den Leuten dort unten die Möglichkeit zu geben, in ein neues Denken reinzukommen. Das Buch, das ich geschrieben habe, das ist nicht nur meine Geschichte oder die Geschichte der Kinder, das soll auch eine Aufforderung sein und ein Mutmacher dafür, dass es auch deine Geschichte werden kann. Nicht, dass du unbedingt jetzt auch dich für die Hexenkinder einsetzt, obwohl es da natürlich ganz viel Platz gibt, sondern es soll dich dazu motivieren, dein Leben Gott zur Verfügung zu stellen und dadurch selbst auch die Welt zu verändern. Und das kannst du machen, indem du deine Familie veränderst, dein Dorf veränderst, dein Land veränderst oder ein anderes Land veränderst. Es ist jedem möglich, der sich Gott zur Verfügung stellt. Und das ist wunderbar.